Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gibt Neues vom Event Horizon Telescope. Ihr erinnert euch, vor 2 Jahren, im April 2019, wurde das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Es wurde im Radiobereich aufgenommen, ein leuchtender Ring und in der Mitte des Rings das schwarze Loch, schwarz, wie es sich gehört, gut zu sehen. Und dasselbe Team hat nun neue Resultate veröffentlicht, Ende März 2021. Und da geht es dann um die Polarisation. Was dieses Thema mit dem Geschmack von Wein zu tun hat, das erkläre ich euch gleich. Das Event Horizon Telescope ist eine Anordnung von Radioteleskopen. In dem Fall wurden 8 Stück benutzt. Das sind auch Beobachtungen gewesen aus dem Jahr 2017, die hier verwendet wurden und weiter analysiert wurden. Und diese Teleskope beobachten im Millimeterbereich bzw. Gigahertzbereich, genauer gesagt bei 1,3 Millimetern wurde ja damals auch das erste Bild vom schwarzen Loch aufgenommen. Das entspricht 230 Gigahertz. Was wurde da fotografiert? Man hat tief in das Herz geschaut einer Galaxie, die eigentlich relativ weit entfernt ist. Sie befindet sich im Virgo-Haufen, also im Sternbild Jungfrau. Wenn wir als beobachtende Astronomen in die Richtung Jungfrau schauen, sehen wir unheimlich viele Galaxien. Es ist nämlich dort ein Galaxienhaufen lokalisiert, der nächstgrößere im Prinzip, auf den wir uns auch zubewegen mit unserer kleinen Gruppe von Galaxien. Und dort befindet sich eine große Zentralgalaxie, Messier 87, kurz M87 genannt. Und das ist eine besondere Galaxie. Sie ist elliptisch, also von der Form her so oval. Es ist keine Spiralgalaxie, also schon eine ältere, entwickelte Galaxie. Und sie beherbergt eben ein sehr, sehr massereiches schwarzes Loch, was eine Masse hat von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Ist also deutlich massereicher als das zentrale schwarze Loch in unserer Heimatgalaxie. Im Zentrum der Milchstraße sitzt ein Loch mit 4,2 Millionen Sonnenmassen. Und da reden wir also von mehr als dem Faktor 1000 Unterschied. Ist also ein richtiger Gigant. Ist nicht das größte im Universum, was man kennt in der Astronomie, aber es gehört auf jeden Fall zu den größten dazu. Die Galaxie ist relativ weit von uns entfernt, 55 Millionen Lichtjahre. Dennoch, aufgrund dieser großen Masse von einem schwarzen Loch, wenn wir, darüber hatten wir ja schon gesprochen, die scheinbare Größe dieser schwarzen Löcher am Himmel miteinander vergleichen, dann sind die ungefähr gleich groß. Also das schwarze Loch in unserer Heimatgalaxie und das schwarze Loch in Messier 87 am Himmel ungefähr gleich groß. Zwar ist Messier 87 weiter entfernt, aber das Loch ist eben viel massereicher, sodass dieser sogenannte Schatten vom schwarzen Loch dann eben ungefähr gleich groß ist. Wovon reden wir da, wenn wir ein 2-Euro-Stück auf den Mond legen würden und wir wollten dieses 2-Euro-Stück von der Erde aus beobachten? Da reden wir also von einer Entfernung zum Mond etwa 400.000 Kilometern. Dann ist es natürlich ein winziges kleines Teil, was wir mit bloßem Auge bei weitem nicht sehen können. Mit Teleskopen natürlich schon, nämlich mit solchen Teleskopverbünden von Radioteleskopen kann man also Auflösungen erreichen bis in den sogenannten Mikrobogensekundenbereich. Mikro steht für 1 Millionstel, Bogensekunde ist der 3600. Teil von einem Grad. Zum Vergleich, der Vollmond hat ja 0,5 Grad Durchmesser, das ist also ein winziger Bruchteil nur der Vollmondgröße, was man da im Radiobereich heutzutage auflösen kann. Nun machten also diese Forscher, wir reden da ungefähr von einigen hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Radioastronomen, aber auch Theoretiker, die sowas simulieren können, wie sich Licht in der Nähe vom schwarzen Loch ausbreitet. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wie bewegt sich Materie in der Umgebung vom schwarzen Loch? Die stürzt ja hinein, bildet dabei auch bestimmte Materiekonfigurationen aus. Und wie sich herausstellt, spielen auch Magnetfelder eine wichtige Rolle. Und da gibt es also neue Erkenntnisse. Man hat es nämlich jetzt geschafft, eine sogenannte Polarisationskarte von diesem Gebiet aufzunehmen, von Messier 87, von dem Herzen des schwarzen Lochs, von diesem Ring. Und das Bild, was wir zeigen wollen, ist also eine Polarisationskarte von M87, die ihr euch hier anschauen könnt. Wir sehen da Linien. Das ist also das neue Resultat. Und ich würde jetzt gerne mal erklären, was bedeutet das eigentlich und was hat das mit der ganzen Physik von schwarzen Löchern und der Physik von Materie, die da hineinstürzt, zu tun. Da gibt es erstmal einiges zu erklären. Also erstmal
schauen wir uns nochmal das Bild an vom April 2019, was da veröffentlicht wurde. Es sind, wie gesagt, Beobachtungen von 2017 gewesen. Wir sehen hier also deutlich den leuchtenden Ring. Dieses Bild ist ein interferometrisches Bild. Wir haben da schon lang und breit auf dem YouTube-Kanal drüber gesprochen. Es sind also mehrere Teleskope, die hier gleichzeitig zu dem Zentrum von Messier 87 geschaut haben. Und dieses Bild ist natürlich jetzt erstmal ist es ein Falschfarbenbild, denn damit wir das überhaupt sehen können, das ist ja eigentlich bei Radiowellenlängen von 1,3 mm aufgenommen, muss man natürlich jetzt diese Radiowellen übertragen in so ein sichtbares Bild. Ein Falschfarbenbild, was wir hier sehen, und es ist ein interferometrisches Bild. Das bedeutet, verschiedene Teleskope wurden hier zusammengeschaltet, 8 Stück, um diese Aufnahme zu generieren. Das, was damals so für Furore gesorgt hatte, war hier der schwarze Fleck, der zu sehen ist. Wir können also wirklich das schwarze Loch selbst sehen. Es ist nur deshalb sichtbar, weil es in der direkten Umgebung leuchtet. Das also ist klar, schwarzes Loch vor schwarzem Grund, es würde schlecht aussehen, man würde gar nichts sehen. Und das Leuchten ist eben Plasma, was in das schwarze Loch hineinstürzt. Es gibt Strahlung ab in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Kurz vor dem sogenannten Ereignishorizont ist natürlich die Strahlung so stark unterdrückt, sie wird extrem rot verschoben. Also einerseits verändert sich die Wellenlänge, wird weit in den roten Wellenlängenbereich verschoben, aber auch unterdrückt. Das ist der zweite Effekt. Das nennt man Gravitationsrotverschiebung. Und das erklärt, warum überhaupt der Bereich direkt in der Umgebung des schwarzen Loches dann schwarz ist. Etwas weiter weg kommt die Strahlung noch raus, kann dem schwarzen Loch entfliehen. Das heißt, wir können dann da eine interessante Intensitätsverteilung sehen im Bereich der Radiowellen von eben 1,3 mm Wellenlänge. Offenbar ist es eben hier heller im unteren Bereich und dunkler darüber. Und das interpretiert man so, dass wir hier einen rotierenden Ring haben, der eng um das schwarze Loch sich befindet. Und diese Strahlung wird Doppler verschoben. Kommt der Ring auf den Beobachter auf der Erde zu rotiert, wird das Doppler blau verschoben. Rotiert der Ring gerade auf der anderen Seite weg, dann wird das Doppler rot verschoben. Also das ist die Erklärung, warum hier oben dieser Teil offenbar dunkler ist als der untere Teil. Zusätzlich gibt es da auch noch relativistische Effekte. Darüber hatten wir auch schon gesprochen, das Beaming. Also wenn das mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf den Beobachter zurotiert, wird es noch besonders stark verstärkt. Das ist ein speziell relativistischer Effekt. Das ist vermutlich eben bei diesen Teilen auch hier unten der Fall, dass diese Materie eben mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit auf den Beobachter zurotiert. So viel dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu den einzelnen Effekten, die ich erklären möchte, die hier bei dem Ganzen eine Rolle spielen. Es ist doch etwas verwickelt, deshalb eins nach dem anderen. Synchrotronstrahlung ist das erste Thema. Was ist das überhaupt? Es ist benannt nach dem Synchrotron. Und diese Form der Strahlung wurde erstmals 1946 nachgewiesen. Was passiert da eigentlich? Wir schauen uns hier ein Elektron an, das sich auf einer krummen Bahn bewegt. Und die Vorhersage ist eben, dass tangential jeweils zu dem Punkt hier wird meistens Gamma genannt, ein Photon, Strahlung emittiert wird. Immer dann, wenn diese elektrischen Ladungen beschleunigt werden, das gilt ganz allgemein, gilt auch für Protonen, also es muss nur eine elektrische Ladung sein, wenn die sich auf gekrümmten Bahnen bewegen, dann wird diese Synchrotronstrahlung abgegeben. Man sieht schon, wo das eine Rolle spielt. Wie gesagt, Synchrotron ist auch eine Bauform von einem Beschleuniger, wo man das eben auch beobachtet hat. Und natürlich spielt diese Art der Strahlung eine wichtige Rolle bei allen Teilchenbeschleunigern, die man in der experimentellen Teilchenphysik benutzt. Denn wir haben es hier mit Verlusten zu tun. Die Energie kommt natürlich von dem bewegten Elektron. Das heißt, wenn es hier Strahlung abgibt, wird es auch langsamer dadurch. Und das ist eben ein Problem, dieser Energieverlust in Teilchenbeschleunigern. Diese Strahlung entsteht. Sie wird natürlich auch gezielt vielleicht verwendet. Vielleicht habt ihr schon mal was von einem freien Elektronenlaser gehört. Da möchte man
gerade diese Strahlung erzeugen durch so einen Effekt und dann auch ein Lasermedium benutzen, damit eben auch in beliebigen Wellenlängenbereichen, zum Beispiel auch im Röntgenbereich, kann man dann Laserstrahlung erzeugen über so einen Effekt. Das Wichtige ist, es hat ja irgendwie was mit Polarisation zu tun. Diese Strahlung, die hier abgegeben wird, ist immer linear polarisiert. Deshalb das nächste Thema, Polarisation. Was ist das schon wieder? Ein schönes Beispiel, wie man das verstehen kann. Also es ist ein Schwingen des elektromagnetischen Feldes in einer bestimmten Vorzugsrichtung. Also nehmen wir mal an, das ist ja immer so, dass wir, ich hoffe, das ist halbwegs hier symmetrisch. Das soll jetzt einer der Feldvektoren sein. Eine elektromagnetische Welle ist ja nichts anderes als ein elektrisches und magnetisches Feld, die sich gegenseitig induzieren und sich mit Lichtgeschwindigkeit sogar im materiefreien Raum ausbreiten können. Schwingt jetzt dieser Feldvektor in einer bestimmten Vorzugsebene, so wie hier dargestellt, dann ist es eben so, dass es linear polarisiert ist. Es ist auch möglich, dass dieser Feldvektor eben nicht in einer Ebene schwingt. Ich deute jetzt mal direkt auf euch zu, sondern dass er vielleicht einen Kreis beschreibt. Dann nennt man das zirkular polarisiert. Und die allgemeinste Form ist, wenn das dann eben kein Kreis ist, sondern eine Ellipse, dann ist es elliptisch polarisierte Strahlung. Wenn wir eine Sonnenbrille aufsetzen, dann sorgt diese Filtereigenschaft im Glas dafür, dass bestimmte Polarisationsebenen ausgeblendet werden. Das Licht wird also abgeschwächt. Die Intensität, die dann hinter der Sonnenbrille, nämlich im Auge ankommt, ist geringer. Das ist der gewünschte Effekt. Das heißt, wir können mit Hilfe von solchen Polarisationsfiltern wie der Sonnenbrille, können wir bestimmte Polarisationen ausblenden. Der Zusammenhang zwischen der Polarisation und der Synchrotronstrahlung ist eben, dass wir hier natürlich ein Magnetfeld haben, das B-Feld. Es wird immer mit so einem Vektorpfeil dargestellt. Das sorgt nämlich dafür, dass überhaupt dieses Elektron abgelenkt wird. Zum Beispiel, wenn die eben, ja, das ist diese Drei-Finger-Regel, die Lorentzkraft, das kennt ihr noch aus der Schule. Wenn wir, je nachdem, was wir für eine Ladung haben, müssen wir die rechte oder die linke Hand nehmen. So kommt es überhaupt zu der Ablenkung von dem Elektron, weil wir hier ein Magnetfeld haben. Je stärker das Magnetfeld ist, desto stärker ist auch die Ablenkung. Was wir nun uns zunutze machen können bei diesen Polarisationsbetrachtungen, wenn wir irgendwie die Polarisation der Strahlung messen können, können wir so auf das Magnetfeld schließen. Und das wurde im Prinzip gemacht. Das ist sozusagen die Grundidee jetzt von der Untersuchung mit dem Event Horizon Teleskop, die jetzt also im März 2021 veröffentlicht wurde. Man hat eine Polarisationskarte erstellt von dieser näheren Umgebung vom Schwarzen Loch, um daraus auf das Magnetfeld und auch Eigenschaften von dem einstürzenden Plasma schließen zu können. Ich bin aber noch nicht fertig mit den Effekten. Ich habe nämlich noch was anderes. Und zwar ist das auch etwas, was, als ich eingestiegen bin in die Astronomie, erstmal für Verwirrung gesorgt hat. Da war immer von Comptonisierung die Rede. Was ist das schon wieder? Auch hier stellen wir uns wieder ein Teilchen vor, diesmal ein Lichtteilchen. Da kommt also so ein Gamma angeflogen. Und wir stellen uns vor, das trifft auf eine Wolke aus heißen Elektronen. Was passiert? Die haben also hier eine bestimmte Wellenlänge, Lambda. Nun kann so ein Lichtteilchen gestreut werden an einem Elektron. Das Elektron ist aber heiß, es hat also viel Bewegungsenergie. Das heißt,
Hier findet dann im Zentrum dieser Wolke ein Streuakt statt an einem Elektron, an einer Kugel. Ich stelle es mal hier als Kugel dar. Und dann kommt wieder dieses, ich mache es mal hier so, ein anderes Gamma heraus mit einer anderen Wellenlänge. Komptonisierung bedeutet inverse Comptonstreuung. Invers, warum invers? Weil die Wellenlänge hier kürzer geworden ist als die ursprüngliche Wellenlänge. Das bedeutet, dieses Lichtteilchen hat Energie gewonnen, hat nämlich Energie aufgenommen in diesem Streuakt von dem Elektron. Das Elektron, was hinterher übrig bleibt, hat also eine kleinere Energie. Und dafür hat eben das Photon Energie gewonnen. Bei der normalen Comptonstreuung ist es gerade umgedreht. Da betrachten wir den Fall, dass wir zum Beispiel ruhendes Elektron haben, dann kommt ein Photon vorbei, kickt sozusagen das Elektron weg, danach fliegt das Elektron mit einer Energie weiter und dann hat eben das Photon Energie verloren. Hier bei der inversen Comptonstreuung ist es gerade umgedreht. Das nennt der Astrophysiker Comptonisierung. Ich kenne ehrlich gesagt keine andere Community in der Teilchenphysik. Vielleicht noch gibt es dann Leute, die das so nennen. Also ich kenne es eigentlich wirklich eher aus der Astrophysik-Community, dass man das so nennt. Und Comptonisierung bedeutet also, Strahlung, die ursprünglich energiearm war, wird energiereicher durch Streuung an einem heißen Plasma. Das passiert natürlich in der Nähe vom Schwarzen Loch, denn in der Nähe vom Schwarzen Loch haben wir so ein heißes Plasma und Photonen sind da allgegenwärtig. Und eine Frage, die man sich zum Beispiel stellen kann, ist, wird zum Beispiel auch die kosmische Hintergrundstrahlung da hochgestreut und so weiter. Da gab es übrigens auch, das ist aber ein separates Resultat gewesen, Erkenntnisse, die dann mehr auch mit der größeren Umgebung zu tun haben von dem Ganzen, wo man eben gesehen hat, dass diese Millimeterstrahlung, die Radiophotonen, die es da gibt, dass die also nicht so einfach hochgestreut werden und jetzt zum Beispiel die Röntgenemission, Gamma-Emission, die man im JET beobachtet von M87, das ist sozusagen, scheint nicht zu passen. Also da muss man mal sehen, was dann auch die weitere Forschung ergibt. Aber so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, scheint es nicht zu sein. Zurück zu dem Eigentlichen mit der Polarisation. Da hat man also wirklich den engeren Bereich von dem Bild vom Schwarzen Loch mit dem Ring angeschaut und hat hier eine Polarisationskarte entwickelt. Zurück zur Polarisation. Eine wichtige Sache möchte ich noch dazu sagen. Es gibt eine wichtige Gleichung. Ich schreibe es erstmal hin. Hier haben wir gerade die Polarisation, oder das ist der Polarisationsvektor. Ich hatte ja gesagt, wir machen einen Pfeil drüber bei den Vektoren. Der hier ist der Wellenvektor. Und das ist wieder die Richtung von dem Magnetfeld, auch ein Vektor. Was ist dieser komische Wellenvektor? Das ist einfach die Richtung, in die sich jetzt das Licht ausbreitet. Der zeigt sozusagen Ausbreitungsrichtung des Lichtes. Könnte ich mit dem Daumen dann zeigen. Das Magnetfeld wäre der Zeigefinger und senkrecht dazu, das ist ja hier ein Kreuzprodukt, ein Vektorprodukt, senkrecht dazu steht also die Polarisation. Was haben nun die Wissenschaftler vom Event Horizon Teleskop gemacht? Sie haben erstmal die Beobachtungsdaten genutzt und versucht, die Polarisation der Strahlung zu bestimmen. Das heißt, sie haben probiert herauszufinden, wohin zeigt dieser Polarisationsvektor. Kann man das irgendwie ermitteln? Daraus wollten sie ableiten, in welche Richtung, das gibt ja diesen Zusammenhang, dann entsprechend das Magnetfeld zeigt. Und wenn man das vernünftig mit einer Theorie, mit einem Modell untermauern möchte, dann muss man Simulationen durchführen. Das wurde gemacht. Es gibt also ein ganzes Archiv dann von Daten, wo man jetzt andersrum vorgegangen ist. Man hat einfach mal jetzt bestimmte Geometrien zugrunde gelegt. Also man hat hier ein schwarzes Loch, man hat Materie, die hineinstürzt. Und dann überlegt man sich, je nachdem wie das Magnetfeld eben arrangiert ist, was für eine
Polarisation ergibt sich von der Synchrotronstrahlung, die dann da frei wird. Dieses Archiv von ganz vielen Simulationsdaten hat man verglichen mit dem Beobachtungsbild, um dann daraus zu lernen, wie das Magnetfeld eben orientiert ist im Inneren von diesem Ring. Das ist also das neue Ergebnis gewesen. Und vielleicht schauen wir uns dazu dann mal ein Bild an aus dem Paper, was genau diese verschiedenen Setups, die man am Anfang haben kann, zeigt. Also wir werfen jetzt einen Blick auf das Originalpaper, was da Ende März 2021 von der Event Horizon Telescope Kollaboration veröffentlicht wurde. Es war eigentlich ein ganzer Schwung von verschiedenen Papieren, da gab es verschiedene Analysen. Das ist oft so, dass dann eben bestimmte Schritte einfach von verschiedenen Gruppen bearbeitet werden. Entsprechend wird es dann auch, weil es wirklich sehr umfangreich ist, diese Studie, wie gesagt, mehrere hundert Leute beteiligt. Jeder hat da ein bestimmtes Projekt abgeschlossen und am Schluss kommt natürlich kommen wissenschaftliche Ergebnisse dabei raus. Wir werden das in der Videobeschreibung verlinken. Die Website, da könnt ihr euch alle Paper herunterladen. Wir sind jetzt hier bei dem Paper 8 auf der Seite 10, Figure 3, also die dritte Abbildung. Und was wir hier sehen, sind verschiedene Magnetfeldkonfigurationen und daraus resultierende Polarisationskarten, die jetzt eben beobachtet wurden. Also das ist jetzt erstmal nur reine Theorie. Man versucht einfach das zu reproduzieren, was beobachtet wurde. In der oberen Zeile wurde ein toroidales Magnetfeld links oben zugrunde gelegt. Was bedeutet toroidal? Torus ist ja so eine Art Schlauch. Das heißt, das Magnetfeld hat eine Richtung, die also um das schwarze Loch gewickelt ist, wie ein Schlauch, könnte man sagen. Dann, das ist übrigens eine ähnliche Redeweise wie bei den Medizinern. Das finde ich mal ganz witzig, wenn man mit Medizinern sich unterhält. Die haben da zum Beispiel radial, die kennen das natürlich auch. Ein radiales Magnetfeld ist eines, das geht sozusagen sternförmig vom schwarzen Loch in alle Richtungen raus. Und dann ist hier ganz rechts, das ist in der Mitte zu sehen, und rechts oben wurde ein vertikales Magnetfeld zugrunde gelegt. Also wenn man so eine Ebene hat, wo das schwarze Loch drin liegt und dieser Ring drin liegt, dann würde dieses Magnetfeld senkrecht dazu einfach diese Ebene durchstoßen. Das, was wir hier weiß markiert sehen, sind die daraus resultierenden Polarisationsvektoren, weiße Striche. Und aufgrund der Regel, die wir an der Tafel gesehen hatten, das P-Vektor ist gleich K-Vektor kreuz B-Vektor, ist die Polarisation senkrecht dazu. Wir sehen bei dem toroidalen Fall, dass dann diese weißen Linien sternförmig auf das schwarze Loch zulaufen. Beim radialen Fall, wenn die senkrecht draufstehen, sind diese Polarisationsvektoren kreisförmig auf konzentrischen Kreisen angeordnet um das schwarze Loch. Und bei einem vertikalen Magnetfeld ergibt sich hier so eine Art Wirbelmuster, wo wir eben sehen können, wie die Polarisation ja wirbelförmig sich verteilt um diesen oder in dem Ring von einem schwarzen Loch. Und die große Frage ist eben jetzt natürlich, was wurde da eigentlich beobachtet? Ihr seht übrigens in dieser letzten Zeile von dem Bild von Figure 3 die einzelnen Vektoren nochmal genau eingetragen. Zum Beispiel links unten sehen wir nochmal das Magnetfeld blau eingetragen als toroidales Feld. Dann diese weißen Balken sind die entsprechenden Polarisationsvektoren. Und der K-Vektor, wir erinnern uns, das war der dritte Vektor in dem Kreuzprodukt, der ist hier mit gelb dargestellt als Punkt mit so einem Kreis drumherum. Das bedeutet einfach nur, ein Punkt bedeutet, dass dieser Wellenvektor genau auf denjenigen, der auf das Bild schaut, zuläuft. Das heißt, das erklärt die verschiedenen Konfigurationen. Und jetzt werfen wir vielleicht mal einen Blick auf das eigentliche Bild, was hier in den Pressemeldungen auch veröffentlicht wurde. Es zeigt nämlich jetzt im Prinzip diesen Ring, das bekannte Bild vom schwarzen Loch, überlagert mit solchen linienartigen Strukturen. Und diese linienartigen Strukturen sind die Polarisationsrichtungen. Also genau das, was wir hier in der Abbildung 3 aus der Simulation sehen. Nun versuchen also die Astrophysiker herauszufinden, was für eine Magnetfeldkonfiguration diese Polarisationskarte, die man beobachtet hat, erklärt. Das ist im Prinzip die Arbeit, die da gemacht wurde. Ich muss ehrlich sagen, so richtig schlau wurde ich nicht daraus, wenn man sich das anschaut.
Es scheint eine Mischung aus diesen verschiedenen Konfigurationen zu sein. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist. Und zwar, jetzt kommen wir zum Wein, der angenehme Teil des Vortrags. Wir kommen zur Faraday-Rotation. Das würde ich euch auch noch ganz gerne an der Tafel erklären. Es gibt einen Punkt, der so ein bisschen, das ist der Showstopper bei dem Ganzen. Und der heißt, nach einem guten alten Elektrodynamiker Michael Faraday, die Faraday-Rotation. Und zwar diese Polarisationsebene. Wir hatten ja gesagt, Synchrotronstrahlung ist linear polarisiert. Das heißt, der Feldvektor, der schwingt schön gerade in einer Ebene die ganze Zeit. Die Geschichte wird leider zunichte gemacht durch diese Rotation, nämlich die Rotation der Polarisationsebene. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn wir nämlich ein Magnetfeld haben, das genau in die Richtung zeigt von dem Wellenvektor, dann, und jetzt wird es anspruchsvoll künstlerisch für einen Theoretiker, wie stelle ich das dar? Diese Polarisationsebene wird dann ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Also jetzt müssen wir nur noch eine Welle reinmalen irgendwie. Also das ist sozusagen eine etwas verzerrte Welle. Die Wellenlänge muss gleich bleiben, also nagelt mich nicht fest. Es soll andeuten, dass diese Ebene von da oben sozusagen gedreht wird. Also wenn ihr als Betrachter von vorne guckt, diese Ebene, in der der Wellenvektor schwingt, die wird langsam gedreht durch den Einfluss des Magnetfeldes. Der Drehwinkel, nennen wir den mal Alpha. Drehwinkel ist also hier die Drehung der Polarisationsebene um Alpha, ist proportional zu der Stärke des Feldes, aber auch zum Lichtweg. Also wie lange ist dieses sich ausbreitende Lichtteilchen entlang dem Magnetfeld unterwegs? Je länger die Strecke ist, umso mehr wird es natürlich weitergedreht, ist klar. Dieser Effekt, ja, also Faraday-Rotation heißt, wird auch ausgenutzt. Es gibt bestimmte Moleküle zum Beispiel, die bewirken eine Drehung von dieser Polarisationsebene. Man nennt dieses Medium optisch aktiv. Ihr kennt es auch. Dextrose und Glucose zum Beispiel. Das sind also Zuckermoleküle, die befinden sich in, zum Beispiel in Weintrauben drin. Je süßer die Weintraube, umso mehr von Fructose und Glucose sind da drin. Und witzigerweise, also das liegt sozusagen an der Molekülstruktur, wenn da so eine elektromagnetische Welle ankommt, bewirkt die Konzentration dieser Moleküle, dass eben dann am Schluss das mehr gedreht wird, je mehr von diesen Zuckermolekülen zum Beispiel in dem Wein drin sind. Das macht man sich alles zunutze, um dann eben den Zuckergehalt im Wein zu bestimmen, den sogenannten Oechsle-Grad. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das sind so kleine Teile, die man aufs Auge drauf packt, Polarimeter genannt, und damit kann man eben dann durch das Weinglas durchschauen und kann gucken, wie viel Zucker ist denn da drin, wie hoch ist der Oechsle-Grad. Und Dextrose ist rechtsdrehend, Fructose ist linksdrehend, und so kann man also, die haben übrigens auch denselben Anteil ungefähr in den Weintrauben. So kann man also den Zuckergehalt bestimmen und stellt eben fest, viel Zucker drin, lieblicher Wein, wenig Zucker drin, ist natürlich eher sauer oder trockener Wein. Und dieser Effekt ist also auch am Werke, wenn wir uns das schwarze Loch anschauen. Was ist da der Grund? Nicht Moleküle, nicht Zucker, die jetzt hier die Drehung der Polarisationsebene bewirken, sondern ein Magnetfeld, was natürlich irgendwo in der Umgebung vom schwarzen Loch existiert. Und sollten sich jetzt also diese Radiowellen entlang des Magnetfelds ausbreiten, dann kommt es eben zu solchen Dreheffekten. Das macht also so ein bisschen diese ganze Messung eigentlich zunichte. Man spricht auch von Depolarisation, dass also hier
wilde Muster resultieren können auf der Polarisationskarte, die nicht ohne weiteres dann verständlich sind. Und das macht das Geschäft eben so schwierig. Also wir können zwar in der theoretischen Astrophysik sowas simulieren, wie fällt eine magnetisierte Flüssigkeit in ein schwarzes Loch, könnte man sagen. Das ist diese GRMHD, General Relativistic Magnetohydrodynamics. Das sind diese Simulationen, die man hier durchführen muss. Auf dem Hintergrund einer gekrümmten Raumzeit schaut man sich an, wie sich ein Plasma bewegt, das eben magnetisiert ist, und muss dann eben solche Effekte bei der Strahlung zum Beispiel berücksichtigen. Und das macht eben das Geschäft so schwierig. Also wir haben da allein eine ganze Gruppe natürlich, die sich nur mit solchen Themen bei den Simulationen auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Experten in der Beobachtung, die solche Polarisationsmessungen an den echten Daten dann durchführen. Also es ist ein schwieriges Geschäft. Aber wenn man sich das Bild dann mal anschaut, zeigt es natürlich, was heutzutage schon machbar ist. Das ist vielleicht so die Hauptmessage von dem Ganzen. Das Event Horizon Teleskop kann nicht nur diese winzigen Strukturen überhaupt auflösen, das erste Bild vom schwarzen Loch wie vor 2 Jahren, es ist mittlerweile sogar möglich, Polarisationsmessungen in der direkten Umgebung von einem schwarzen Loch durchzuführen und so zu schließen, wie sich also Magnetfelder in der Nähe vom schwarzen Loch anordnen. Was wir von der Theorie erwarten würden, ist, wenn wir ein schnell rotierendes Loch haben, also stellt euch mal sowas vor, wir haben da Magnetfeldstrukturen, also hier wäre das schwarze Loch und wir haben irgendwelche Magnetfeldstrukturen, die so ja, polyvidale Struktur haben. Jetzt rotiert aber dieses schwarze Loch, die ganze Raumzeit rotiert und zieht auch das Magnetfeld mit, dann sorgt es eben dafür, dass dieses anfänglich eben polyvidale Feld in Rotation versetzt wird, also verdrillt wird und dann auch diese toroidale Form bekommt. Und das ist das, was man auch von der Theorie her erwarten würde. Sie konnten auch die Elektronendichte bestimmen, 10.000 bis 10 Millionen Elektronen pro Kubikzentimeter. Und natürlich auch das Magnetfeld, das wird dann im CGS-System in Gauss angegeben. Ein Gauss entspricht 10 hoch minus 4 Tesla und es entspricht einem Magnetfeld von 1 bis 30 Gauss ungefähr, was man da gemessen hat. Also das sind also die typischen Messwerte, die da rauskommen. Natürlich alles basierend auch jetzt auf einem Modell und das sind jetzt, würde ich mal sagen, die ersten Schritte in dem Bereich. Man muss natürlich auch immer schauen, was steckt man da rein, was für ein Modell hat man da drin, was ist da möglich aktuell. Das heißt, man muss auch im Rahmen von so einem Modell natürlich dann argumentieren. Aber ich finde es fantastisch, nichtsdestotrotz. Es sind tolle Ergebnisse. Ich denke, wenn es da auch in der Richtung weitergeht, dann werden wir da auf jeden Fall mehr lernen, was da tatsächlich in der Nähe von einem schwarzen Loch auch mit Magnetfeldern passiert. Ihr wisst ja, eins der nächsten Ziele, und das hat auch schon begonnen, ist natürlich das Zentrum der Milchstraße sich anzuschauen und hier mit dem Event Horizon Teleskop drauf zu gucken und das schwarze Loch eben genauer zu untersuchen. Das wird also gemacht werden. Aber es ist erstmal jetzt auf jeden Fall spannend, was man da schon bei Messier 87 herausgefunden hat. Also wenn ihr beim nächsten Mal auf so eine Polarisationskarte schaut, nehmt ein Glas Wein zur Hand, stoßt an und auf Urknall Weltall und das Leben.